So, Leute, willkommen zurück hier bei Swords of Legends Online. Dann wollen wir mal gar nicht groß rumlabern. Wir haben uns ja in der letzten Folge hier schon ein bisschen angeguckt, was es hier so gibt. Aber ich denke, das ist tatsächlich erst interessant, wenn wir hier ein bisschen weitergekommen sind. Unfortunately, I can't come. I'm in a secret realm. Sorry. Kind of you, Shenren. The Taiwa instance is very important. Of course, you pay great attention to it. Indeed. The Lunar Crown Tree may not be ignored. I've already heard about the business with Chuchin Su village from the Grand Summoner. I never would have thought the Blight Beast is so poisonous that even the Divine Tree of Shenong would not be able to resist. Valley Master. How is the Lunar Crown Tree? Although many protectors are working together, the Lunar Crown Tree has temporarily lost its soul consciousness. I'll discuss Taihua Mountain and the Valley of 100 Grasses are thousands of leagues apart, yet they were attacked one after the other by the Devastators. Zhenren Nanshun, how is the Taihua instance? There are no problems at the moment. But the 10-year reinforcement deadline is approaching, and no one knows. Everything is complicated today. Not just Mei Jia, but the Devastators, full of negative qi, also really surprised me. Yes, Shenren. The most urgent thing right now is to find out Grandmaster! Where these... Lieutenant Yue, what is wrong with you? You ordered the Moists to seize Hao Tsang. Why didn't you tell me? Jian Qing. I can clearly distinguish between the righteousness and the small affection. Besides, what he took away was the nameless sword of my family. Don't worry, I'll bring back Hao Tsang. It's all solely because of him that my Qing'er is always so worried about him. Irgendwie war die Cutscene gerade ein bisschen komisch, oder? Ist es bloß mir so aufgefallen, dass die ganz abgehakt geklungen haben? So, jetzt gönnen wir uns erstmal hier wieder im Shop. Unsere tägliche Portion. So. Hey, isn't that erkundige dich bei Wing Chang. The unnamed sword is a treasure which has been passed down through our family for generations. It was forged by combining the divine sword Morning Glory and the ancient sword Shadowban and can break through any magical structure. Das bedeutet, dass selbst die stärkste magische Barriere uns nicht davor schützen könnte. Indeed. Kein Wunder, dass der magische Schutz des Mondkrummenbaums dieses Schwert nichts entgegenzusetzen hatte. So, fragen wir mal Liane, ob es eine Möglichkeit gibt, den Mondkrummenbaum zu heilen. When the master left us, she left behind countless texts. They have been accumulated and arranged by scholars over the last 900 years. Now there are as many ancient scriptures in the Langhuan Pavilion as there are stars in the sky. It's not easy finding records of the Devastators and negative qi in such a short time. Go to the Langhuan Pavilion and ask the scholar Chang Shuifeng for clues. Jawohl! So. Neuer Speer. Nice. 20 Punkte. Nehmen wir natürlich auch mit. Achso, der ist gleich hier drüben. Ja. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier. Charakter C, Inventar B. Was kann der so? Physischer Angriff, okay. Unsere herzliche Waffe hat 0,9 und der hat 8,7. Viel mehr Ausdauer und Glück. 8 bekommen wir auch noch. Nice. Schauen, optisch. Ja, gut. Optisch sieht es definitiv ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Ach, das kann man auch ausstellen, oder? Ja. Lass mal natürlich beides drin. So. Dann können wir hier mal noch ins große Buch gucken. Hä, wo war denn das immer? Ah ne, das ist das hier. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Wir haben doch das letzte Mal hier noch... Gut, Skills, da kann ich leider noch gar nichts machen. Ich glaube, das ruft sich automatisch hoch. Deswegen schauen wir jetzt erstmal hier zum Lehrmeister. Devastators, negative chi.
Second shelf on the left, third compartment, volume number 5. Check in the 5th chapter. Ein wirklich hervorragendes Gedächtnis. Na Junge, das ist ja kein Gedächtnis, das ist ein verdammter Freak, Mann. Oha, Alter. Okay, ich glaube, ich werde das einfach hier... einfach ganz... schau mal hier die Seite... ganz langsam runterscrollen. Ihr könnt ja dann gern anhalten und pausieren. Aber ob ich jetzt unbedingt Meister Zhuangxiangs Reise in den Westen hier mir komplett durchlesen muss, ich denke eher nicht. Die Story sagt uns schon, wo es lang geht. So. Wie gesagt, ihr könnt auf Pause drücken, wenn ihr weitere Sachen lesen wollt. Jetzt geht der ganze Spaß dreimal so wahrscheinlich. Genau. Auch hier werde ich wieder ganz langsam runterscrollen, damit ihr auf Pause drücken könnt. Die von euch, die es lesen wollen. So, und dann hier noch einmal. Selbe Spiel nochmal. Da. Passt. Ruhpendler, was kann der so? Mysteriöse Schatzkarte. Möglich Student 1, na gut. Da sind wir leider noch weit entfernt davon, glaube ich. Stimmt, hier war es. Schwertmeister Abenteuer war es, genau. Habe ich den Student 1? Hey Junge, bin ich das erst, wenn ich das hier alles abgeschlossen habe? Holy crap. Holy crap, Alter. Haben wir noch einiges zu tun. Goddess? And the Blight Beast on top of that? Is the global conflagration of 70 years ago repeating itself? Wo sind die anderen? The Grand Master and the Grand Summoner have already set off into the underworld themselves to find a cure for the Lunar Crown Tree. And Lieutenant Yue, he said he wanted to capture Hao Tsang, and then a moment later, he vanished. Ah, Lieutenant Yue kennt diese Sache. Was kennt in dieser Sache keine Geduld? Oh, da ist noch etwas. That doesn't sound good. The blade heart has been damaged for years, and we're right in the middle of a major war. Its soul force is unstable, and I fear that if we don't stabilize it in time, it will disappear completely. Aber wir müssen noch etwas tun können. Luckily, you're already here in Cloudrise. That shouldn't be too difficult. This panda next to me, excuse me, I mean Master Kunwuzi, he's a master swordsmith and knows the three swords very well. He must be able to help you avert this disaster. Ja, sind Panda. Vielen Dank. Ach so. Ich wollte gerade sagen, Alter, das sieht doch nicht aus wie ein Panda. So. Was gibt's hier Feines? Physischer Angriff, Verteidigung, Kraft und unten Qualitätsbonus. Gibt's auch noch ein bisschen was? Nice. Gut, aber ich wollte mir eigentlich das Ding ansehen. Irgendwo. Das war's nicht. Da sind wir doch irgendwie das letzte Mal drauf gekommen. Das sind die Missionen, die wir zu erledigen haben. Aber das habe ich jetzt eigentlich gesagt nicht gesucht. Das ist nur das hier, genau. Biografie. Boah, lol, ne. Das ist halt am Anfang, ihr wisst es ja selbst, am Anfang immer recht viel. Ja, man kann einfach auf Ruf klicken. 140 Punkte, Rufladen. Hä? What the fuck? Ist auch geil. Auf der Karte anzeigen, ja. Naja.
Er schaut dich an und schüttelt langsam den Kopf. Ehrwürdiger, was soll das bedeuten? Ihr macht mir Angst. Oh. Wenn du nur jammerst und nicht sprichst, wirst du den Schwertherzvorfahren nicht meistern. The Bladeheart Fragment has been weakened for many years, and it still hasn't been able to bind itself to your spirit completely. Its soul force is almost exhausted, and it has retreated deep into your subconsciousness. If you are unable to get it back soon, I fear it will disperse completely. Ja, dann sag mir, wie es geht, Junge. Was können wir dagegen tun? Just a little thing, as long as Zhenren Jisha agrees. But Zhenren Jisha comes and goes like the wind and hasn't been seen for days. Oh, all right. Then with Zhenren Suyin's help... Have you forgotten that he has been traveling for a long time and hasn't been heard from for a while now? Oh, you too. Well, if that's the case, that makes things more difficult. All right, all right. Meditate for a while first. Moji, Suji, and I will help you stabilize the Bladeheart so that it doesn't become scattered. Das wäre... Vielen Dank, Meister Kunwusi. Okay, hier muss ich meditieren. Was für diesen Auftrag muss exklusive Items verwendet werden. Klicke mit der Maus auf das Item-Symbol. Oh, was haben wir hier wieder Feines? Gut, so. Und rein da. I'm Lilane, follower of the goddess Lan Yao Qi. I'm Lilane, follower of the goddess Lan Yao Qi. Dann meditieren wir einfach mal eine Weile. Bro. Ah, jetzt hat's. How are you? Es scheint mir viel besser zu gehen, aber ich kann die Stimme des Schwertherz-Vorfahren immer noch nicht fühlen. You were contaminated with so much negative chi in the Valley of 100 Grasses. You should count yourself lucky that it doesn't scatter immediately. And you still expect it to romp around happily? Böses Ki, ich habe gerade im Buch des Luangwan Pavillons gelesen, dass Böses Ki mit der Seuchengöttin zusammenhängt. Mit anderen Worten, die Krankheit des Schwertherz-Vorfahren ist sehr schwerwiegend und selbst Meister Kunwusi kann ihm nicht helfen. Of course the master can help him. It's just that this spell to get rid of the negative chi. Wait. Di Wang's sacrifice formation is very complex and requires special materials. Luckily, some of them are stored in Cloud Rise. Go straight to Chao Tong Palace and ask Tang Can for them. Um welche Zutaten handelt es sich? One red flamestone, 5 pieces of phoenix breath jade and 100 grams of phoenix scale powder. Gut, das merke ich mir. Once you have gathered all the ingredients, come and find me on the terrace of the Hanging Sword. Moji and Sujie, you come back with me to prepare everything. Gut, geht klar. Dann lass mal machen hier. Bro, hast du das Zeug, was ich brauche, zufällig? What? Was bedeutet das? Sind die Dinge so schwierig zu besorgen? Our Cloud Rise has existed for over 900 years already. You will never find rarities more easily than here. You're asking for 3 things at once. I'm afraid that Skinflint Yan Fei won't be too pleased. All right. I'll write him a letter and explain everything in detail. Take the letter to the warehouse and hand it to Yan Fei. Whether or not he helps you is entirely down to your luck. Gut, vielen Dank. Er wird schon klar gehen, Bro. Das Glückskind. Cannot be cast. Oh, pack mal aus. Wir haben auch schon, Bro, her mit dem Zeug. Brief von Yan Fei. That bloody Tang Can always keeps getting me into trouble. He knows that I hold them in great esteem. If the sword Bladeheart is in trouble, how could I stand by and do nothing? So sieht's aus, Bro. But these 3 things you're asking for are no ordinary things. That really makes me... Ah, to hell with it. Who else would use them anyway? But I'm only loaning them to you. You must promise to bring them back if at all possible.
Du hast mein Wort. Ja klar, Bro. I'll remind you of that if necessary. Okay, start by taking the red flamestone. You can get the Phoenix Scale Powder and the Phoenix Breath Jade from the weaponsmith Ching Hui. Ask her if she'll give you any. Vielen Dank, Ehrwürdiger. Ich werde gleich zu ihr gehen. Die ist wo? Die steht gleich hier drüben. Was habe ich hier wieder? Errungenschaft. Abholen. Hallo, Unsterblicher. Achso, das war von Grad. Okay, das ist ja wirklich bloß zweimal wieder so ein Porträtbild. Das kann man eigentlich alles wieder runterpacken. Ich will weder das noch das nutzen. Das können wir erst machen, wenn wir Level 19 sind, also dauert es wohl noch eine Weile. You need the Phoenix Breath Jade? I'm afraid I don't have enough of it myself right now. Hat Jan Fei dir nicht vor kurzem etwas davon abgegeben? It's all their fault. Das ist alles deren Schuld. Sprichst du von den Kristalltigern? The Phoenix Breath Jade I've just received ended up in their bellies before it could even get warm in my hands. If you bring it back to me, I'll give you half. Einverstanden, aber so viele brauche ich gar nicht. Zwei Stücke genügen. That's even better then. Take this Jade Shard. You should be able to use it to lure out those gelatinous beasts. Jawohl. Ah. So, die muss ich wo hervorlocken? Da hinten. Cannot be cast. Gut, dann. Pack mal aus das Schwert. Lustig. Was brauche ich dann das Ding überhaupt? Ach so, hä, ist das ein Ding-Gegenstand? Läuft tatsächlich. Alte Kultivierungsmethoden. Okay. Gut. Soll mir reichen. Yo, Bro. Was brauche ich denn überhaupt? Was ist das schon? Schade. Nee, da geht sonst nichts mehr. Schade. Ich dachte, vielleicht kann man jetzt ein bisschen looten. Geht die wilde Fahrt hier zu unserer Kollegin. Zack, so, da wäre ich schon wieder. I have made countless weapons before, but I don't know how to use them against crystal tigers. I should probably work on my fighting technique too. Ja, allerdings. Here you go. Two pieces of the Phoenix Breath Jade are yours. Oh, and if you ever need your weapons polishing and restoring, just come to me. Vielen Dank. Und das Phoenix Schuppenpulver? Sie seufzt schwer, gibt dir die widerwillig 100 Gramm. Also, geht doch. Click on the interface with the left mouse button to show the information on this quest. Ja, ich will erst mal gucken, was hast du sonst so? Achso, ja gut. Bro, Alter, 12. Juch. Ja, jetzt lass mich doch mal gucken, was haben wir denn da Schönes bekommen. Ausrüstungsvergleich. Ah ja, und unten steht dann immer 6,2 Ausdauer mehr, physische Verteidigungslevel mehr und Kraft mehr. Wie schaue ich denn jetzt aus? Gut, so gefällt es mir zwar besser, aber... Ja, komm an. Lass mal so. Hab's ja gerade selbst gesehen. 200 Leben und jetzt habe ich gefühlt 300 Leben, also das ist es schon wert. Eigentlich hier. Portal zur Drachenkröteninsel.
Na gut, da muss ich jetzt vorher schon mal noch nicht hin, denke ich. So, und da wären wir schon. Yo, Bro! Er nimmt dir von den mitgebrachten Zutaten, wirft einen kurzen Blick darauf und reicht sie dann an beiden kleinen Schwertgeister weiter. Well then, let's cast a spell to gather the negative chi in the depths of your consciousness and expel it. You must take this opportunity to get rid of it quickly. Geht klar, Bro. Jawohl! Yo, Bro! In your own soul world, free your spirit from negative chi. Achso, ich habe einfach nur schnell die Geister zerlegen müssen. Ja gut, das war zwar nicht sonderlich schwierig, aber okay. Und lief's gut oder was? Schwertherzvorfahr, Schwertherzvorfahr, ich habe das böse Ki beseitigt. Wach schnell auf. Hm? It almost collapsed and is too weak now. It probably isn't enough just to eliminate the negative chi. Es funktioniert immer noch nicht. Was soll ich tun? But don't worry. There's another way. You return to your school and go to the place of designation. There you can borrow the relics of the previous swordmaster. As long as the blade heart fragment is still alive, it should react. Vielen Dank für den Hinweis, Meister. Ah, sie eilt freudig herbei und sagt, sie könne dich zum Stützpunkt deiner Schule in Nordwolkenstieg bringen. Hehe, dafür danke ich dir. Jo. The Sacred Valley where Cloud Rise is located is enormous. The whole of Shenzhou would fit inside it. To facilitate communication between the various schools of the Qin League, they built bases near Cloud Rise. They are constantly guarded. New students can return to their respective schools from the plateau of torrential fog. Konntest du vorhin nicht fliegen, Mann? Naja gut, dann reiten wir halt jetzt. Ist ja zum Glück nicht so weit, aber hat mich eben gerade nur gewundert. Ah, so. Einmal bitte zum Sternenschiff. Okay, das ging jetzt aber schnell. So, dann rennen wir mal schnell. So. Was ist das für ein Ding? Karte der fünf heiligen Berge. Du erklärst Qin Yang die Gründe deines Comets. Moonsword Bladeheart. Although it's only a fragment, it's as if Elder Yin Fei Guan is standing in front of me. Oh, in a moment. But then it's been 30 years. Der älteste Huang Guang, leider wurde ich zu spät geboren. Daher weiß ich nicht, was für ein Mensch er war. Vielleicht so ernst und zurückhaltend wie der Großmeister. He isn't serious and reserved at all. Hm? He is witty and enjoys making friends and going traveling. But at the critical moment, he was the one who risked his life by launching an attack so the others could reinforce the seals of the five heaven stones. Ich werde dem Vorbild des Ältesten folgen und dem Mondschwert keine Schande bereiten. Master Confuzi is already here. You're a student, so listen to all his instructions. Natürlich. 20 Sperrmeisterruf und eine schicke neue Kluft. Nice. Die gucken wir uns doch gleich mal an. Ausdauer, Magieverteidigungslevel und Kraft. Schicke Kluft, Bruder.
So. Kapo. Habt ihr noch gesehen? 200 Leben hat man gehabt. Jetzt haben wir fast unser Leben verdoppelt. When you're holding it in your hand, it's also time to surrender yourself over to the lunar mirror of distant dreams. Der Raumspiegel der fernen Nacht. Dieser Name klingt vertraut. Of course it sounds familiar. Before her enlightenment, the goddess Yauchi took this artifact with her wherever she went. Every student knows that it's extremely useful. So. So ein wertvoller Schatz. There's only one lunar mirror of distant dreams in the whole world, and it's kept in intoxicating dreams. My master is actually quite stingy, so how could he? Pardon? My master likes to save his money. Why did he give you that? What you're holding in your hand right now is how can I put it? A poor imitation? Yes, yes, yes. That's exactly what I mean. If you two keep bickering, I'll make you guard the fire pit for a month. You now have the lunar mirror of distant dreams. If you're lucky, you'll be able to use pets to connect to it and visit unexplored places. And you can even use it to work out the future from the present and the past. Wie kann ich mich mit ihm verbinden? I'll cast the spell for you this time. It'll be helpful if you can awaken your blade heart. Gut. Ziehen wir das durch. Alle hoppa. Eaten? That's unfair. It wasn't exactly a display of the Spear Master's spear skills. Yes, it was. I just added a little of the Yincha Spear's power borrowing function. Don't you recognize it? Boy, you're too young to be so stiff. You need to be flexible. Hang on. Don't you want a book about the art of war? It's a treasure that was handed down from my ancestors. You'll regret it if you don't take it this time. Don't worry. I'll be back. If I can stand up and defeat you someday. You're in no hurry. But did you ask your sister, Xiao Yu? Xiao Yu. She's been looking for this book. It's just a book. I'll lend it to you. If you can defeat me one day, come back and return it to me. Neue Attacke gegönnt. Zack. Das kann man dann wirklich mal langsam die ganzen. Ich überlege dir eine Möglichkeit zu erwecken. Viel gehört habe ich aber nicht. There's a real resonance. This method seems to work. Welche Methode? When the three swords were sleeping in the Qian Dun Stone House, I used my soul force from the Blade Heart to set up a dream world called Intoxicating Dreams. Only those chosen by the Blade Hearts of the three swords can use the soul force of the fragment to sense the Blade Hearts and connect with them. This way, their spiritual consciousness can even enter intoxicating dreams. It is home to many Bladeheart fragments, and also the treasures and rare talents I have discovered over the years. If you're lucky, you'll encounter them in intoxicating dreams. The main section of the Lunar Mirror of Distant Dreams is here. If you wish to use it in the future, you can connect to it by moving your heart. Vielen Dank für den Hinweis und hab auch du vielen Dank, ehrwürdiger Kunwusi. Melde mich dann zuerst beim Oberbefehlshaber. Wieder Rufpunkte und ja, wieder ein schickes Buch. Verwende den Junge, so schnell kann auch keiner lesen.
Irgendwas mit K. Wow, super. Okay. Move wechseln. Support, Kontrolle, Move-Fäden. Lass mal schon mal hier das Buch lesen. Kann sich hier wieder einer ein ablesen, wenn er möchte. Ist sicher interessant, aber es wird das Ganze in die Länge ziehen, wenn es hier. Wenn ich das immer vorlesen würde. Achso, wo laufe ich denn hin überhaupt? Muss ich wieder hier hin? Zum Chefe. Don't worry. As long as you work hard, you will also have a day like this. Aber ich fange erst gerade mit der Kultivierung an und kenne mich noch nicht mit den drei Divisionen der Speermeister aus. You have to practice, step by step. All beginnings are hard. That was true for me too. Du nickst glücklich und beichtest dem Oberbefehlshaber vom Erwecken des Schwertherzens. 既然如此, 那这招也是时候传授给你了. Wirklich? Ja, rüber mit der Attacke, Bro. We Spearmasters originate from the army and follow the old trilogy system. Four companies of 200 soldiers each are a division and three divisions are a trilogy. Now most students are in the Valley of 100 Grasses and the workforce on the Star Tempest aren't enough. So go to Mo Hong Chu, the Astral Sea Division Lieutenant. Wan Ding Qian, the cavalry lieutenant, and Ye Qianxing, the engineer's lieutenant, and let them instruct you. Although it's hard work, it can be of great benefit to you. Would you like to try it? Ja, logisch. 你这就去找星海校尉莫红秀，他自会指点于你. Okay, die englische Sprachausgabe funktioniert scheinbar nicht überall. Aber ist auch nicht so dramatisch, also von dem her. Man ist eigentlich. Ah, okay, hier sieht man immer den Radius dazu. Eigentlich ganz praktisch. Wenn ich gleich mal ein bisschen rumklicken. So, Freunde, ich würde sagen. Jawohl, wir fliegen da mal noch schnell rüber. Schnell fliegen. Schade. Ja, Freunde, jedenfalls, wie gesagt, ich würde die Folge hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder morgen zur gewohnten Zeit, 16 Uhr. Wenn ihr Fragen, Anregungen und sonstiges habt, knallt es mir einfach in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, gesund bleiben, macht's gut, euer Stevie B. Ciao.